Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu was ganz Besonderem, denn wir reden heute über Durengard Pazifismus in Pokémon X und das ist ein sehr spezielles Pokémon mit einer einzigartigen Mechanik, die man so im ganzen Franchise eigentlich noch nie gesehen hat und deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Ihr müsst wissen, Durengard ist ein Stahl-Geist-Pokémon und diese Typenkombination ist fast schon broken. Wir haben zwar vier Schwächen gegen Feuer, Boden, Geist und Unlicht, weil Stahl in der 6. Generation so ein bisschen genervt wurde. Dafür resistieren wir aber Pflanze, Eis, Flug, Psycho, Gestein, Drache, Stahl, Fee und Käfer und haben 3 Immunitäten gegen Normal, Kampf und Gift. Die einzigen Typen im gesamten Spiel, die Durengard neutral angreifen können, sind Wasser und Elektro. Das war's. Und da fangen die Besonderheiten gerade erst an. Wir haben nämlich zudem eine Basiswertsumme von 520 vor der 8. Generation und wir spielen ja hier die 6. Und zwar haben wir Verteidigungswerte von jeweils 150 Punkten. Das ist unfair. Damit können wir praktisch alles wollen, auch wenn es sehr effektiv angreifen sollte. Zumindest für eine Weile. Klar, der KP-Wert ist nicht so gut, aber die Verteidigungswerte carryen schon hart. Man muss aber auch dazu erwähnen, Durengard ist ziemlich langsam und augenscheinlich ziemlich schwach. Wenn ich jetzt aber eine Schadensattacke auswählen sollte, dann wechselt Durengard in die Klingenform mit diesen Stats hier. Und plötzlich hat Durengard einfach keine Verteidigungswerte mehr und dafür Angriffswerte im Wert von 150 und das Ding kann anfangen, heftigst zu sweepen, stellenweise sogar mit Schwerttanz, wenn es das möchte. Nun haben wir aber natürlich keine Init und wenn der Gegner nach einem Kill was anderes einwechselt, werde ich outspeedet und wegen meinen schlechten Verteidigungswerten vermutlich gewonshottet, oder? Nein, wir haben das Königsschild. Das ist die besondere Attacke von Durengard, die nur dieses Pokémon beherrscht tatsächlich. Und damit kann ich einfach so mit Priorität, wenn ich möchte, wieder in meine Schildform kommen, um halt einfach eine Runde zu protecten. Und wenn der Gegner mich in dieser Runde, also dieses Königsschild, mit Kontakt angreifen sollte, sinkt sein Angriff um 2 Stufen. Und ich bin dann natürlich wieder in der Schildform. Das heißt, wenn er mich eine Runde später outspeedet, um mich vermeintlich zu finishen, habe ich ja wieder die krassen Verteidigungswerte und kann dann Second gehen mit einem krassen Angriff wieder in der Klingenform. Ihr merkt schon, es geht immer hin und her. Das Bittere ist aber, ich bin mit Königsschild nicht immun gegen Statusattacken, also sowas wie Heuler zum Beispiel trifft mich trotzdem. Und Donnerwelle und Co. ebenfalls. Da sollte man vorsichtig sein. Aber gut, ich würde sagen, den Rest klären wir im Gameplay, jetzt aber erstmal zu den Regeln. Ich darf heute nur Kämpfe machen, die absolut Pflicht sind, also optionale Random-Trainer oder Trainieren in der Wiese ist nicht erlaubt. Und ich darf nur leveln durch Rare Candies, die ich halt einfach so in der Region finde. Die darf ich aber nur nutzen als absolut letztes Mittel. Und ja, die sind natürlich krass begrenzt. Und jetzt haben wir halt eine Schwierigkeit. Die Pazifismus-Route der 6. Generation wurde von mir bisher noch nie vorgestellt und das hat einen Grund. Es ist eine der härtesten aller Zeiten und praktisch kein Pokémon der 6. Generation hatte auch nur ansatzweise eine Chance. Ich wusste aber, Durengard ist so besonders aufgestellt und hat diese besonderen Moves und Schwerttanz auf Level 5. Das könnte vielleicht klappen und deswegen habe ich hier die Route mit Durengard versucht aufzudecken. Und wie das geklappt hat, werde ich jetzt vorstellen in diesem Challenge Run hier. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit der warmen Starter-Pokémon. Und ich habe mich hier so entschieden, dass halt Serena, die Hauptrivalin, später den Feuerstarter haben wird. Bei der kann ich sehr effektiv angreifen und wir wollen es ja immer so schwer haben, wie irgendwie möglich, um die Runs hier spannend zu gestalten. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Arthur genannt, nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Kampf gegen eine Rivalin. Aber ganz wichtig, Leute, das ist nicht Serena, das ist eine deutlich schwächere Rivalin, die auch den Starter pickt, der halt schlecht gegen euch ist. Und deswegen hatte sie jetzt hier den Wasserstarter, den ich allein schon hätte besiegen können ohne Probleme, einfach so über Aeroas. Und ich hatte ja auch schon Sanctoklinge als Kampfattacke, natürlich Königsschild und Schwerttanz. Und wenn man dann zum ersten Mal loslaufen möchte, um sein Abenteuer richtig anzufangen, wird man direkt auf der ersten großen Route ein Taubsi treffen. Das ist gescriptet, da kann man nichts gegen machen. Da man allerdings sofort fliehen kann, zähle ich das nicht als Pflichtkampf für den Kampfcounter. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Man muss aber nicht so lange auf den richtigen Pflichtkampf warten, deswegen ist es halb so wild. Und zwar gibt es einen Random-Trainer, kurz vorm Waldeingang, den man halt einfach nicht skippen kann.
Dann gibt es einen Trainer im Wald, den man nicht skippen kann. Und es gibt nach dem Wald, vor der Arena, also vor dem ersten Orden, noch eine Trainerin, die einem die Roller Skates gibt. Und dadurch, dass man die später brauchen wird, kann man auch diesen Trainer nicht überspringen. Also man hat hier schon mal drei Möglichkeiten, so ein bisschen zu leveln. Allerdings wird man trotzdem jetzt insgesamt nicht so viele XP kriegen und deswegen werden viele Pokémon hier eine sehr, sehr schwierige Zeit haben. Es gibt aber auch noch einen kleinen Pflichttrainer in der Arena von Viola, der Käfer-Arena-Leiterin, und da bekommt man nochmal einen kleinen Schub dazu, aber auch das gibt mal wieder nicht so viel, also es hält sich schon sehr krass in Grenzen. Und Viola, die Käfer-Arena-Leiterin, ist halt ein sehr besonderer Gegner. Käfer als ersten Orden ist sehr ungewöhnlich für Pokémon und das sorgt dafür, dass viele, vielleicht interessante Pokémon hier, sofort zerschellen werden. Psycho-Pokémon beispielsweise oder Unlicht-Pokémon sind hier unterlevelt einfach gar nichts wert und sie können sich praktisch gar nicht wehren. Und wenn ich neutral angegriffen werde, wird's auch sehr eng. Mein Durengard allerdings kann Käfer vierfach resistieren und deswegen habe ich mir hier Chancen ausgerechnet. Und wie gesagt, ich habe ja sogar gestartet mit der Attacke Aeroass und die greift hier sehr effektiv an. Ich habe diesen Kampf hier erreichen können auf insgesamt Level 8. Ich denke, einige Legis und so weiter werden hier nur Level 7 zum Beispiel. Und dann wird's schon eng. Ich meine, die gute Viola hat hier ein Geweiher auf Level 10 mit auch noch Wasser-Coverage, was viele Pokémon abdeckt. Und ein Vivillon auf Level 12 mit Plage. Das Ding ist ziemlich dreist. Es gibt so viele Monster, die hier nicht durchkommen würden. Aber hey, ich werde jetzt mal ein bisschen auf die Strategie eingehen von Durengard. Es ist normalerweise immer empfehlenswert, in jeder zweiten Runde auf Königsschild zu gehen, damit man immer nur getroffen wird, aktiv, in der Schildform. Man möchte auf gar keinen Fall Schaden einstecken in der fragilen Schwertform, das macht keinen Sinn. Und deswegen habe ich hier sogar ein Minus Init plus Attack-Wesen gespielt, um halt, wenn ich zum Kill ansetze, auch outspeeded zu werden. Denn wenn ich mal den Kill nicht schaffen sollte und ich bin schneller als der Gegner, dann überlebt er einfach und hittet mich in der Schwertform in Return und ich gehe daran zugrunde. Das heißt, eine gute Init zu haben, wäre fatal für Durengard. Und deswegen hat das Pokémon auch von den Basiswerten her so wenig Init. Und ich wollte jetzt wirklich so wenig haben, wie irgendwie möglich, um das Ganze hier auf die Spitze zu treiben. Und dadurch, dass ich stellenweise krass unterlevelt sein werde, wird diese Strategie noch ein bisschen besser. Und es gibt jetzt auch erstmal nach der Arena keine weiteren Pflichtkämpfe mehr. Man kann jetzt einfach so bis zur Hauptstadt laufen und dort gegen Professor Platan antreten, der die drei Kanto-Starter hat. Und wenn man den besiegen sollte, bekommt man einen Kanto-Starter geschenkt, der aber für den Run hier natürlich keine Rolle spielt. Und ich kann jetzt an dem Kampf hier noch eine gewisse Eigenart von Durengard erklären, die auch sehr wichtig wird für diesen Run. Ich habe ja eben gerade gesagt bei Viola, dass es wichtig ist, in jeder zweiten Runde auf Königsschild zu gehen. Aber ich habe ja im Intro schon erklärt, Stardust-Attacken gehen durch das Königsschild. Wenn ich also erwarte, hier mit Heuler zugespammt zu werden oder mit Silberblick oder mit Rauchwolke im Falle von Glumander, dann kann es stellenweise besser sein, krass auf Angriffsmoves zu setzen. Das wird auch später sehr relevant, unter anderem bei Golbat und Xbat, wenn die Konfu-Strahl durchs Königsschild drücken wollen. Das ist halt einfach anstrengend. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich hier Angriffe spammen sollte, bleibe ich die ganze Zeit in der Schwertform und wenn der Gegner dann mal keine Status-Attacke einsetzt, macht die sehr viel mehr Schaden als normal, wenn ich hier defensiv agieren würde. Man muss also immer so ein bisschen abwägen. Diese Kanto-Starter hier waren jetzt noch kein großartiges Problem oder so und ich habe die auch gefirst-tried, also der Kampf war keine große Hürde. Ich habe aber hier schon mal so ein bisschen gemerkt, dass die Strategie mit Königsschild nicht so Autopilot ist, wie man zunächst mal erwartet. Man kann nicht einfach so Braindead in jeder zweiten Runde das Schutzschild drücken, das wird häufig in die Hose gehen. Also Leute, immer mit Durengard abwägen und gucken, was jetzt gerade das Sinnvollste ist. Aber hey, die Kanto-Starter hatte ich dann nach kurzer Zeit hinter mir und man muss diesen Kampf hier auch führen, also der ist definitiv Pflicht, weil es sonst nicht weitergeht. Und nach dem Kampf gegen Professor Platan muss man dann antreten gegen Tiano als nächsten kleinen Pflichtkampf. Der hat aber nur ein kleines Krebskorn, was fast gar keine XP gibt und auch nicht wirklich bedrohlich ist. Und dann muss man nach einem kleinen Gebiet in einem Schloss, wo man keine Kämpfe führt, ein Relaxo aufwecken und bekämpfen. Man kann aber hier einfach so fliehen, wie zu Beginn bei dem Taubsi, und deswegen ist das hier mal wieder kein Pflichtkampf, also ich bekomme schon wieder keine vernünftigen Erfahrungspunkte. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch die nächsten paar Routen durch. Ich meine, ein kleiner Lichtblick ist noch der Doppelkampf zusammen mit Serena gegen halt Trovato und Tiano, also so ein kleines Rivalen-Event. Da kann man auch mal ein paar Erfahrungspunkte sammeln
und der Kampf hier ist auch relativ witzig. Denn dadurch, dass ich hier natürlich Durengard spiele, mit einer Schutzschildattacke, habe ich eigentlich sofort die perfekte Metastrategie für solche Doppelkämpfe instant im Moveset. Ihr kennt es ja normalerweise bei meinen Gen 3 Runs zum Beispiel, wenn ich im Raumfahrtzentrum zusammen mit Troy immer nur Schutzschild spamme jede zweite Runde, damit Troy alles alleine macht. So ist es hier praktisch auch. Ich drücke so oft ich kann Königsschild, ich könnte es sogar theoretisch mehrfach nacheinander drücken, dann könnte es aber auch schief gehen und währenddessen macht Serena einfach so ein bisschen die Arbeit. Und wenn ich halt dann doch sehe, okay, ich kann ein bisschen offensiver werden, dann mache ich halt in jeder zweiten Runde eine Schadensattacke und helfe Serena ein bisschen mit. Und dadurch, dass hier Serena auch recht viele Pokémon spielt, kann man praktisch nicht verlieren. Das ist eine gute Sache, Durengard ist für Doppelkämpfe gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Nun ist aber natürlich das Problem, es gibt leider in Pokémon X und Y praktisch gar keine Doppelkämpfe, ich werde also davon nur sehr, sehr selten profitieren und deswegen ist es eher so eine Sache, die ich am Rande anmerken würde. Wenn man aber Durengard mal in der späteren Generation runnen sollte, ist das ein Vorteil, den man nicht vergessen darf. Für Doppelkämpfe ist man gar nicht mal so übel aufgestellt. Und wenn zwei Gegner potenziell das Königsschild angreifen können, können auch zwei Gegner potenziell in den Angriffswerten gesenkt werden, wenn die kontaktherstellende Attacken ausgewählt haben sollten. Was ein weiterer Pluspunkt ist. Aber gut, was kommt denn nach diesem Doppelkampf hier? Wo kann man jetzt noch Erfahrungspunkte bekommen? Naja, praktisch gar nicht mehr. Es gibt jetzt bis zur zweiten Arena nur noch ein paar Pflichtkämpfe gegen Team Flair, die zum ersten Mal auftreten, in einer kleinen Höhle. Und das war's dann. Man kann hier noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen, keine Frage. Aber man muss sich mal überlegen, wie viele Routen ich bereist habe zwischen der ersten und zweiten Arena und wie wenig Kämpfe ich dort tatsächlich führen musste. Praktisch überhaupt gar keine. Ich war dankbar allein schon wegen diesen paar Flair-Rüpeln hier, um noch ein paar Level-Ups mitzubekommen, weil ich war an dem Punkt schlechter gelevelt, stellenweise als wilde Pokémon. Ich mach keine Scherze. Ja, und in der zweiten Arena, das ist die Gesteinsarena von Lino, gibt es auch keine weiteren Kämpfe mehr. Ich kann jetzt einfach so, wenn ich clever bin, pazifistisch diesen ganzen Berg hier erklimmen, also diese Kletterwand, und sofort zu Lino laufen. Es gibt ein paar Trainer, die sich hier drehen bzw. an kniffligen Punkten versteckt sind, aber man kann die komplett dodgen. Und dann steht man irgendwann vor Lino und ist einfach komplett unterlevelt, weil einen die Levelkurve mit riesigem Abstand abgehangen hat. Mein Durengard beispielsweise war jetzt gerade mal auf Level 15. Und der Leiter beginnt hier mit Amarino auf Level 25. Das ist 10 Level über mir und es spammt praktisch immer Donnerwelle, um halt das Ganze noch unkonstanter zu machen, als es sowieso schon ist. Und das sogar am Königsschild vorbei. Und selbst wenn ich das One-Shotte mit Sanctoklinge, das ist ja kein Thema, es hat sehr viele Schwächen, kommt Balgoras rein, ebenfalls auf Level 25, mit Biss, was mich sehr effektiv trifft und flinchen lassen kann, und ich bin gerade paralysiert. Natürlich kann ich hier Königsschild einsetzen, und Überraschung, in der 6. Generation ist sogar der Formwechsel von Durengard garantiert, auch wenn ich eine Fullpara fresse, auf mein Königsschild. Das bringt mir aber trotzdem gar nicht mal so viel, weil ich auch mit meinen guten Verteidigungswerten hier kurz und klein geschlagen werde. Ich bin einfach so unfassbar unterlevelt gewesen, dass ich keine Chance gesehen habe. Um mit Sanctoklinge hier anzugreifen, würde gar nicht mal so krass viel Schaden machen. Das Ganze sieht ziemlich unmöglich aus. Nun gibt es aber halt noch ein paar Sachen, die man tun kann, um den Fight hier ein bisschen leichter zu machen. Man könnte beispielsweise Königsschild spammen, mehrfach nacheinander bei Balgoras, um seinen physischen Angriff auf minus 4 oder sogar minus 6 zu senken, bevor die erste Bissattacke trifft. Aber wenn man halt Königsschilde immer wieder nacheinander spammt, können die fehlschlagen und das zu keiner allzu geringen Wahrscheinlichkeit. Und die Donnerwelle macht's auch nicht besser. Ist es jetzt also so eine gute Lösung? Naja, ist zumindest fragwürdig. Erholung könnte man auch lernen vor dem Fight hier, weil die TM dafür könnte man bekommen in einem Hotel. Aber Erholung muss ich erstmal rausbekommen, dann schlafe ich eine ganze Weile. Wenn ich dann aufwache, darf ich nicht flinchen. Ja, das macht's auch nicht viel besser. Ich habe lange mit mir gehadert, was ich hier testen möchte und habe dann erstmal ein paar Tries gemacht mit halt Königsschild into Sanctoklinge, immer wieder im Wechsel gegen Balgoras. Und Überraschung, es hat sogar geklappt. Ich würde sagen, die Siegeschance war dabei bei ungefähr 1% oder so und ich habe das sehr, sehr schnell hingekriegt. Ich war da ziemlich lucky. Vermutlich wäre es doch etwas besser gewesen, eher die Königsschilde zu spammen. Aber hey, ich hinterfrage das nicht weiter. Ich war sehr, sehr dankbar für den Sieg.
Die Frage ist halt nur, wie viele Pokémon können hier überhaupt durchkommen durch die zweite Arena? Ich denke, selbst die meisten Legis haben praktisch gar keine Chance und die werden ja sogar stellenweise nochmal deutlich unterlevelter hier ankommen. Es sieht einfach nicht gut aus für die Pazifismusroute generell. Aber gut, mit Durengard konnte ich jetzt weiterspielen und den zweiten Orden einsacken. Direkt nach der Arena geht's dann aber weiter mit ein paar Pflichtrüpeln von Team Flair und über die war ich sehr, sehr dankbar. Jeder Flair-Rüpel, den ich bekämpfen muss, ist ein guter Flair-Rüpel. Und die werden auch später sehr große Verstecke haben, die mega krasse XP-Bomben sind. Sehr, sehr gut für die Route. Und dann kam Conny, die Kampf-Arena-Leiterin. Die wird hier so ein bisschen angeteasert, die ist gleich der dritte Orden, die kämpft aber hier schon mal gegen einen mit zwei Lucarios und die hatten beide keine Moves gegen Durengard, weil das halt Kampf-Pokémon sind. Das heißt, das waren auch mal wieder geschenkte Erfahrungspunkte, die ich dankbar angenommen habe. Und in der darauffolgenden Spiegelhöhle waren dann nochmal drei Pflichttrainer. Ich denke, Game Freak wollte hier unbedingt, dass man halt diese Spiegelmechanik checkt als Spieler und deswegen gibt es hier einige Pflichttrainer, die die Spiegelmechanik nutzen, weil einen die Trainer hier mit dem Rücken encountern können. Und das ist sehr, sehr gut für mich gewesen. Ich habe jetzt also insgesamt für die nächsten paar Bosskämpfe ein paar Level-Ups mitnehmen können. Dann ging es aber relativ zügig weiter mit dem ersten richtigen Kampf gegen Serena in der nächsten großen Stadt. Und Serena ist jetzt meine Hauptrivalin mit dem Feuerstarter, der sich auch bereits einmal entwickelt hat, und zwei weiteren Pokémon. Und ich bin leider auch hier mal wieder sehr, sehr krass unterlevelt angekommen und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Es war zwar jetzt nicht mehr so schlimm wie eben bei der Gesteinsarena, aber halt auch nicht viel besser. Sie beginnt hier sofort mit einem Xiaogon und das ist halt auf Level 28. Ich bin also 6 Level unterlegen. Das Gute ist aber, Xiaogon kann mir nicht so viel tun. Feenattacken oder Psychoattacken kann ich allesamt resistieren, einfach so in meiner Schildform. Ich konnte mich hier aber auch offensiv nicht so wirklich wehren. Jetzt kann man dazu sagen, es wäre möglich bereits über eine TM, die ich in der Höhle gefunden hatte, die Attacke Dunkelklaue zu lernen und das ist eine Geistattacke, die sogar Step hat und Xiaogon sehr effektiv angreifen konnte. Ich wollte aber halt nicht unbedingt fürs Erste direkt eine meiner Attacken verlernen. Weil Aeroass wäre potenziell sehr effektiv gegen halt, naja, die Kampfarena und die Pflanzenarena, die danach kommt. Ich wollte es also erstmal ohne probieren, man sieht ja aber schon, es ist äußerst anstrengend. Wenn ich angreifen muss mit Aeroass mit 60er Basisstärke, brauche ich ewig, um Xiaogon zu killen und es wird mich auch ein bisschen vorbelasten. Das ist nicht so ganz Sinn der Sache, ich habe es aber für die ersten paar Versuche erstmal so hingenommen. Ich benutze generell TMs nur sehr sparsam, vor allem im Early Game, damit ich halt Attacken nicht verliere, die ich erst später wiederbekommen kann. Aber das zweite Pokémon von Serena war dann ein Absol. Sie hatte noch nicht mal ihren Feuerstarter eingewechselt und trotzdem kann mich ihr Pokémon sehr effektiv angreifen. Ich konnte hier natürlich Königsschild einschieben und ein Absol hier mit Sanctuklinge einfach so one-hitten. Aber einiges an Schaden musste ich trotzdem einstecken, auch wenn die Absols Werte gesenkt wurden. Und dann kam halt Routena rein. Und das Ding hat hier Feuerwirbel. Eigentlich eine furchtbare Feuerattacke mit nur 35er Basisstärke. Die macht aber zwischen den Runden relativ viel Schaden und es ist halt schlicht und ergreifend sehr effektiv mit Step. Es tut extrem weh und vor allem nach der Vorbelastung von Xiaogon und Absol war das zu viel. Ich bin hier gestorben und habe deswegen einige Male mit Durengard verloren. Und ich habe mich dann sehr schnell für folgende Taktik entschieden. Ich habe hier Dunkelklaue gelernt für Aeroass, was schade ist, aber ich hatte keine andere Wahl und konnte jetzt Xiaogon sehr schnell besiegen. Und dann wollte ich eigentlich hier Absol besiegen, wie ich es eben getan habe, um dann bei Routena später darauf zu hoffen, dass Feuerwirbel einfach misst. Weil die Attacke hat nur eine Genauigkeit von 85% und ist deswegen gar nicht mal so konstant. Doch ich habe jetzt eine große Überraschung für euch. Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund hat Serena hier keine vernünftige Boss-KI. Die kann einfach so missplayen. Aus irgendeinem Grund kann sich ihr Feuerstarter hier einfach so für Psi-Strahl entscheiden, was ich komplett wegresistiere, ich bekomme fast gar keinen Damage und Serena kann den Sieg wegschmeißen, ohne irgendeine Begründung. Und das ist eine Sache, die wir noch häufiger heute sehen werden. Serena ist einfach nicht gut programmiert. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, weil die Bossgegner in den Arenen zum Beispiel kämpfen deutlich besser. Aber bei der Hauptrivalin ist das einfach mal nicht so. Und daher hat sie zwar hier den Feuerstarter und sie könnte mich sehr schlimm damit zurichten oder sogar relativ konstant besiegen, aber sie macht's häufig einfach nicht. Und bei diesem Try hier hat sie dann Psi-Strahl gespammt und ich habe gewonnen. Das habe ich so nicht kommen sehen, aber ich habe es dankbar angenommen.
Und die Attacke Dunkelklaue, die macht ja auch ein bisschen mehr Schaden als Sanktuklinge gegen Rutena, wegen Step, und hat erhöhte Crit-Rate, was es noch ein bisschen besser macht. Aber damit wurde jetzt praktisch die leichteste Phase im gesamten Run eingeläutet, weil es ging jetzt weiter mit der Kampfarena und die ist halt mega simpel. Ich bin immun gegen praktisch alle Attacken und hier sind einfach mal 4 Pflichttrainer am Start, die man machen muss, um Säulen hochzufahren, um Conny überhaupt zu erreichen. Man kann die Arena-Trainer hier in keinster Weise skippen und die geben einiges an Erfahrungspunkten. Und als ich fertig war mit diesen Rollerbladern, ging es weiter mit Conny selbst, die in Linfu hat ein Marshock und ein Resladero. Das einzige Pokémon davon, was mich angreifen kann, überhaupt ist Marshock und das auch nur mit nicht sehr effektiven Gesteinsattacken ohne Step. Ich habe Conny hier komplett zerstört und muss den Kampf nicht mal einblenden. Die hatte keine Chance und ein furchtbares Matchup gegen mich. Durengard hat die ganze Arena komplett gestormt, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und ich war sogar wegen den Pflichttrainern jetzt gar nicht mehr so krass unterlevelt. Und nach der Arena kommt dann das Megastein-Event. Man bekommt dann die Möglichkeit hier, gegen Conny anzutreten mit einem Mega Lucario, gegen ihr Mega Lucario und dann schaltet man halt die Mega-Entwicklung frei. Dafür muss man einmalig mit Mega Lucario kämpfen, das ist Pflicht und deswegen werde ich das nicht für den Kampfcounter dazuzählen. Das hat nämlich mit Durengard und seinem Challenge Run praktisch gar nichts zu tun. Es ist einfach nur eine Art Tutorial. Und dadurch, dass es jetzt einfach mal gar keine weiteren Pflichttrainer mehr gab, auf dem Weg zur vierten Arena, kann ich sofort nochmal gegen Serena antreten. Und Serena ist kein Stück besser geworden. Die ist ein bisschen besser gelevelt, aber ihre Movesets sind praktisch identisch und sie macht dieselben KI-Misplays in einigen Fällen. Sie hat also wieder gegen Durengard gemisplayed mit ihrem Feuerstarter und ich konnte einfach so die Arena betreten nach 2-3 Versuchen. Und die Arena ist eine Pflanzenarena mit 3 weiteren Pflichtgegnern. Ihr müsst wissen, die Arena hier ist praktisch ein Baumhaus, wo man so entlang klettert über Lianen bzw. so Seile. Und dadurch, dass es halt ein Labyrinth ist, gibt es viele Abzweigungen mit vielen Trainern und da man nicht sofort wissen soll, ob man richtig ist, naja, sind dann auch Pflichttrainer eingebaut worden und da kann man auch ein bisschen XP abstauben und dann geht's weiter mit dem Arenaleiter. Jetzt wisst ihr natürlich, Durengard kann Pflanzenattacken resistieren und ich habe immerhin neutral eine Dunkelklaue. Es sollte doch eigentlich ganz okay sein und theoretisch habe ich ja auch noch Schwertanz. Da habe ich aber nicht so ganz die Rechnung gemacht mit einem Move, der mich hier komplett überrumpelt hat. Und zwar hat das Papunga vom Arenaleiter einfach mal die Attacke Egelsamen, die an Königsschild vorbeigeht und mich kontinuierlich leerleecht. Es gibt kaum eine Attacke, die mich dermaßen krass outet. Dadurch, dass der gesamte Spielstil von Durengard darauf beruft, sich Zeit zu lassen und immer wieder Runden zu verschwenden über Königsschild, gebe ich Egelsamen dermaßen viel Zeit, um ihr Leben zu rauben, dass es enorm bedrohlich wird. Natürlich können mir hier die Pokémon in der Arena nicht so viel Schaden machen mit ihren Step-Pflanzenattacken, weil ich die einfach wegresistiere mit den krassen Verteidigungswerten in der Schildform. Aber um erstmal in die Schildform zu kommen, muss ich halt einiges an Damage einplanen und der Gegner hält sich permanent gegen, während ich selber, weil ich ja Aeroass verlernt hatte, nur noch neutral angreifen kann. Was aber am Ende dann passiert ist, hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe relativ lange gegen Chevron gekämpft, das zweite Pokémon von dem Leiter hier und auch sein stärkstes, also sein Ace. Und nachdem das einige Male hin und her gegangen ist, habe ich irgendwann Chevron hier mit einer absoluten High Range gekillt. Und diesen Finisher hatte ich nicht kommen sehen. Ich dachte, okay, ich werde noch eine weitere Runde brauchen, um Chevron zu besiegen. Und die Runde habe ich nicht, wegen Egelsamen und den kontinuierlichen Attacken von Chevron, die schon ein bisschen Schaden gemacht haben mit der Zeit. Und das letzte Pokémon vom Arenaleiter war dann nur noch ein Ultrigaria, was ich trotz meines Illit-Wesens irgendwie knapp outspeedet habe und gewonshottet habe ohne Crit mit Dunkelklaue. Das war richtig random, aber ich habe hier einfach so, ohne nochmal in die Schildform zu gehen, den Kampf für mich entschieden. Und das trotz dem Egelsamen. Da sieht man schon, was Durengard hier stellenweise so drauf hat. So eine Dunkelklaue kann schon ordentlich reinzimmern, auch wenn die nur eine Basisstärke hat von 70, was ja gar nicht mal so viel ist. Wenn man aber die Pflanzenarena mal geschafft haben sollte, dann kommt einer der größten Segen, die ich jemals in der Pazifismusroute gesehen habe. Und zwar die Fabrik, die von Team Flair überfallen wird. Das ist so gut für Pazifismus. Praktisch alle Kämpfe hier sind Pflicht, ohne Ausnahme. Man muss erstmal in die Fabrik rein, dann gibt es noch einen Türsteher, dann muss man ganz außen bei der Fabrik am Rand entlang und jeden einzelnen Rüpel mitnehmen. Es gibt da nichts Optionales, wirklich gar nichts.
Und ganz am Ende gibt's noch Vorstände in der Mitte, die man auch noch bekämpfen muss. Das ist so eine gigantische XP-Bombe, dass ich insgesamt sogar den 5. Arenaleiter später überlevelt erreicht habe. Zwar nicht krass überlevelt, aber im Vergleich zu der Gesteinsarena von vorhin ist das schon ein gigantischer Unterschied, praktisch gar nicht vergleichbar. Team Flair ist das, was Pazifismus in Gen 6 vielleicht dann doch für ein paar Pokémon möglich machen könnte. Das ist wirklich ein gigantischer Hoffnungsträger. Nun sind aber für Durengard manche von diesen Kämpfen hier gar nicht mal so angenehm. Weil leider benutzt Team Flair, hoffe ich mal, Golbat mit Konfusstrahl, was nervig ist mit Königsschild, oder auch so Sachen wie Hundemon oder Magnein mit Bedroher. Die können nicht sehr effektiv angreifen, die können anstrengend sein, stellenweise Status-Attacken benutzen. Ja, Team Flair war halt insgesamt einfach nicht so angenehm und ich habe einiges an Zeit in die Fabrik reingesteckt. Aber es gab nicht diesen einen Kampf, der mich ewig aufgehalten hat. Sowas nicht unbedingt. Und wenn man dann nach der Fabrik zur 5. Arena darf von Citro, das ist ein Elektroorden, dann wird man dort auch wieder 4 weitere Pflichtkämpfe vorfinden, weil es hier ein Quiz gibt. Und man erfährt nur, ob man richtig geraten hat, wenn man einen Trainer besiegt. Und dann kann man jeweils mit dem Fahrstuhl in halt die nächste Etage fahren. Das heißt, auch hier wieder kann man sehr, sehr gut leveln und ich war für Citro jetzt ziemlich gut vorbereitet. Es gibt aber natürlich hier trotzdem eine gewisse Schwierigkeit, weil Elektro-Pokémon können mich neutral angreifen, genauso wie Wasser-Pokémon. Da werde ich also mal nicht resistieren und das ist halt nicht so schön für Durengard. Zumindest dachte ich das, aber die Arena ist dann doch ein bisschen anders abgelaufen. Denn Citro leadet hier mit einem Emolga und das spammt die ganze Zeit Voltwechsel, weil es keine Lust hat auf Flugattacken, die ich resistieren würde. Und mit Voltwechsel geht es hier in Magneton, was in 2 Hits besiegt ist und ich kann es sogar outspeeden. Ich muss dann nicht mal zwischendurch in die Schildform gehen, überhaupt gar kein Thema. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Magneton kann mich nicht paralysieren oder verwirren oder so. Es geht einfach down. Und dann kommt Elisard rein als zweites und das ist ein Elektro-Normal-Pokémon, was ich halt sehr effektiv angreifen kann über Sanctoklinge. Ja, ich kann jetzt insgesamt ein paar Mal getroffen werden, neutral, von Elektro-Attacken. Aber es ist halt nur neutral, nicht sehr effektiv. Und in der guten Schildform kann ich das ein paar Mal wegstecken und komme mir ehrlich gesagt ziemlich gut klar. Und ich meine, Leftovers zum Beispiel kann ich auch längst haben, also ich habe jetzt auch relativ gute Recovery. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist folgendes. Über Leftovers bekomme ich auch per Königsschild immer wieder Recovery dazu. Das hat jetzt bei der Pflanzenarena nicht so sehr geholfen wegen Egelsamen, wo ich halt die ganze Zeit wieder KP verloren hatte, aber beim Elektroorden habe ich keinen Egelsamen auf mir drauf und ich kann mich sehr, sehr gut gegenhealen, ohne Erholung oder so zu spielen. Ja, und wenn dann irgendwann Elisard besiegt ist, kann Emolga auch nicht mehr so viel gegen mich machen. Und dadurch, dass ich halt wegen Team Flair und den ganzen Arena-Trainern so krass gelevelt war, war das gar keine so große Herausforderung und ich konnte jetzt den 5. Orden auch sehr angenehm mitnehmen. Und nach der Elektro-Arena geht es dann auch sofort weiter mit noch einem Serena-Kampf. Ja, die kommt schon wieder. Die wurde jetzt aber ein bisschen stärker, hat einige neue Moves dazu bekommen und ihr Feuerstarter ist jetzt voll entwickelt. Die wird also jetzt nicht mehr so sehr zerstört werden, wie halt in den Kämpfen zuvor, wo sie krass gemissplayt hat. Zumindest dachte ich mir das. Ypsilon ist wieder vollkommen egal, weil es kann mich nicht vernünftig angreifen und es ist einfach so One-Hit. Und dann kommt halt der Feuerstarter rein. Und das Schöne ist, Phoenixis ist halt ein Feuer-Psycho-Pokémon, was ich sogar sehr effektiv jetzt angreifen darf, was bei Rotena noch nicht möglich war. Allerdings hat Phoenixis jetzt auch Magieflamme und es tut schon ein bisschen weh, vor allem wenn die Attacke kritten sollte. Ich werde hier jedes Mal den Feuerstarter besiegen, ohne Schwierigkeiten, aber ich werde maximal vorbelastet und dann kommt irgendwann schon wieder das Absol rein, was jetzt einfach mal Schwertanz dazu bekommen hat. Und wenn ich hier in der ersten Runde auf Königsschild gehe und das Ding Schwertanz drückt, habe ich praktisch verloren. Dann kann es mich nachher auf plus 2 sehr effektiv angreifen und das kann auch die Schildform nicht so wirklich absorbieren. Man könnte hier auch Königsschild spammen, aber dann kann es wieder fehlschlagen und es funktioniert auch nicht so richtig. Ich hatte gehofft, sie verrennt sich in Schwertanz, aber das macht sie praktisch nie. Ich würde hier einfach empfehlen, so lange Versuche zu grinden, bis Magieflamme mal nicht crittet und bis man einen Try bekommt, wo Absol, ja, in der ersten Runde nicht auf Schwertanz geht. Das kann auch manchmal passieren und dann rennt es halt wieder mit einer Unlichtattacke einfach so ins Königsschild rein, stellt Kontakt her und geht auf minus 2. Und dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es halt in der zweiten Runde auf Schwertanz geht, wenn man selber gerade angreifen möchte und dann ist Absol sogar schnell mal besiegt, ohne dass man Schaden dagegen eingesteckt hat. Das ist gar nicht mal so selten der Fall
und dann ist Serena auch wirklich gut machbar. Ich finde aber schon, dass sie hier durchaus einige gute Upgrades bekommen hat und die wird auch noch viel stärker werden. Also ich würde Serena für diesen Run hier noch nicht ganz abschreiben, man merkt schon eine gewisse Steigerung und die kommt halt auch schon bald direkt wieder, weil die Rivalen hier in der 6. Generation unglaublich krass gespammt werden. Ja, und es gibt dann leider keine weiteren Pflichtkämpfe mehr bis zur 6. Arena. Merkt ihr, wie wenig hier stellenweise passiert zwischen den Orden? Es ist schon ein bisschen belastend, aber gut, ich war ja noch ganz gut gelevelt wegen dem Gegner-Spam, der zuvor passiert war, vor dem 5. Orden. Und die 6. Arena ist jetzt hier, ein Feenorden, den ich mal wieder resistiere. Ich hatte aber noch keine wirklich gute Stahlattacke, um hier sehr effektiv anzugreifen mit Step, und das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Theoretisch könnte man Gyroball haben, aber das ist pazifistisch nicht holbar, weil es durch einen Random-Trainer in der Spiegelhöhle blockiert wird. Ich musste also antreten über Dunkelklaue und das ist vor allem gegen Flunkiefer sehr nervig. Es ist zwar ein Flunkiefer ohne Bedroher, was erstmal gut ist, aber es hat leider eine Fähigkeit stattdessen, die dafür sorgt, dass es über Königsschild nicht schwächer werden kann. Und Überraschung, es hat Eisenabwehr und Hypertränke, die es spammen kann. Das Ding ist ziemlich defensiv und es wird mich maximal vorbelasten und natürlich kann es Knirscher spammen, der einfach nicht schwächer wird. Ich habe hier also sofort beim ersten Pokémon ein Matchup, was ich so nicht unbedingt haben möchte. Und eine Stahlattacke würde gegen Flunkiefer auch gar nicht mal so viel bringen, selbst wenn ich eine hätte. Und das zweite Pokémon von der Arenaleiterin ist dann ein Pantimos und da hat man die Qual der Wahl. Möchte man sofort angreifen und Pantimos die Zeit geben, Schilder aufzusetzen, oder geht man erstmal mühselig in die Schildform, um sich Schaden zu sparen und mit Leftovers ein bisschen gegenzurecken? Das ist eine Abwägungssache, aber ich dachte mir, da ich die restlichen Attacken der Arena praktisch alle resistieren kann, gehe ich voll drauf. Ich habe dann aber auch Psychic gefressen und es wurde knapp und da musste ich noch irgendwie komplett Felinara besiegen. Wo ich aber natürlich auch wieder Königsschild spammen konnte, um mich ein bisschen gegenzuheilen über die Leftovers. Und dadurch, dass das Ding nur Zauberschein spammen kann, was halt mäßig viel Schaden macht, wenn ich resistiere in der Schildform, habe ich dann Felinara noch komplett wallen können. Ich denke aber, dieser Orden hier könnte für viele Pokémon eine sehr große Herausforderung werden, wenn die nicht alles resistieren. Weil gerade viele von diesen OP-Pokémon, die Pazifismus probieren könnten, sind auch gerne mal Drachen oder so, und die werden hier sehr effektiv zerstört. Das ist gar nicht mal so toll. Aber das Durengard hatte hier eigentlich eine relativ gute Zeit. Was mich dann aber extrem enttäuscht hat, waren die nächsten paar Begegnungen mit Team Flair. Weil es gibt einfach praktisch gar keine Pflichtkämpfe dort. In der Pokéballfabrik muss man nur antreten gegen einen Vorstand und da macht man halt einen Doppelkampf zusammen mit Serena und das war's. Man bekommt praktisch gar keine Erfahrungspunkte, was ziemlich bitter ist, weil gerade dieser Rüpel-Spam hatte mir bisher sehr geholfen. Und dann musste ich rein in eine Eishöhle, in einem späteren Gebiet und es gab bis dahin keine weiteren Pflichtkämpfe mehr, auch nicht in der Höhle, außer ganz am Ende von der Höhle wieder ein paar Vorstände von Team Flair. Und das war's dann auch schon wieder. Das sind die einzigen Kämpfe, die ich jetzt machen durfte, um mich auf die nächsten paar Bosskämpfe vorzubereiten. Man muss praktisch gar nicht kämpfen in Gen 6, außerhalb von Bosskämpfen stellenweise, und das ist schon sehr, sehr hart immer bei solchen Routen. Ja, und wer kam dann schon wieder? Natürlich die gute alte Serena, die wieder vorm Orden auf uns wartet. Serena hat jetzt 4 Pokémon, ist also nochmal ein bisschen stärker geworden, und ja, es kann hier sogar hageln. Ich würde also so lange resetten, bis es in der Stadt nicht mehr hagelt, damit man nicht jede Runde Schaden bekommt. Das möchte man nicht. Ich habe bei diesem Kampf hier gute und schlechte Neuigkeiten. Auf der einen Seite kann ich jetzt zum Attackenerinnerer gehen, um mir beispielsweise Iron Head zu holen oder auch Schattenstoß. Und das sind coole Upgrades. Die bringen aber leider gegen Serena gar nicht mal so viel. Ihr Feuerstarter für Nexus hat jetzt Flammenwurf, ihr Absol spammt jetzt Nachthieb, eine sehr gute Unlichtattacke. Und ja, die hat auch erhöhte Crit-Rate und sie hat jetzt einen Blitzer, was mich finishen kann, wenn mich Venexis und Absol zu sehr vorschwächen sollten. Es ist also ein gutes Stück härter geworden und gerade dieser Flammenwurf von Venexis, der ballert schon ordentlich, auch in der Schildform. Das ist eine der schlimmsten Attacken, die Durengard treffen können und das macht sich hier extrem bemerkbar. Ich habe hier einige Male gegen Serena verloren und das, obwohl es nicht gehagelt hat. Wenn es also zudem noch gehagelt hätte, dann wären meine Leftovers praktisch komplett ignoriert worden und es wäre noch viel unmöglicher. Das sieht gar nicht gut aus. Tja, aber dann ist was passiert, was ich eigentlich schon abgeschrieben hatte, und zwar mal wieder die KI-Misplays von Serena. Sie hat jetzt einfach angefangen, mit Phoenixes stellenweise Psychokinese zu drücken. Das ist mir halt vollkommen egal. Ich kann die Attacke natürlich resistieren mit Durengard und fresse dann unglaublich wenig Schaden.
und da werde ich dementsprechend später Blitzer auf einem sehr gesunden KP-Wert erreichen, nachdem ich Absol gekillt habe, und Blitzer kann mich dann nicht mehr stoppen. Und ich finde es sehr, sehr enttäuschend, dass Serena auch noch kurz vorm 7. Orden immer noch diese Misplays machen kann. Das zeigt ja, wie schlecht ihre KI ist, beziehungsweise, dass sie nicht als vollwertiger Bossgegner vom Spiel eingeplant war. Mehr so als minderwertiger Nebenrivale, der halt vor den richtigen Bosskämpfen kommt. Und das finde ich wirklich unnötig. Ich hätte die hier deutlich stärker gemacht und der mindestens mal die Arenaleiter-KI gegeben, die sie aber offensichtlich nicht zu haben scheint. Aber gut, Durengard ist so sehr gut durchgekommen und ich denke, die meisten anderen Challenge-Pokémon, auch im Pazifismus, werden mit der Rivalin relativ wenig Probleme haben, wenn sie offensichtlich bei praktisch all ihren Kämpfen einfach alles gegen die Wand fahren kann, indem sie nicht sehr effektive Attacken auswählt. Aber was soll's. Und nach Serena kommt dann auch schon der Psycho-Orden, also die 7. Arena, und dort gibt es jetzt zunächst mal einen weiteren Pflichtgegner, den man nicht skippen kann wegen einem kleinen Labyrinth, und dann kommt auch schon die Arenaleiterin, weil die anderen Trainer, die kann man umgehen tatsächlich. Man wird also auch hier mal wieder nicht so viele XP-Punkte bekommen. Ich wusste aber, ich kann Psycho-Attacken resistieren und sollte hier eigentlich ein relativ gutes Matchup haben. Und die hat ja auch nur 3 Pokémon, wie alle Arenaleiter aus Gen 6. Etwas anstrengend ist hier aber ihr Symbolara, weil das ist sofort ihr Lead und das macht praktisch immer Reflektor. Und da mache ich leider nur noch halben Schaden, den ich nicht wirklich vermeiden kann. Und dadurch, dass ich sogar Second gehe, mache ich bereits in der ersten Runde, wenn ich sofort eine Schadensattacke drücke, auch da schon halben Schaden. Immerhin war aber Durengard nach wie vor so stark, dass es Symbolara two-shotten konnte nach einer Weile und über Königsschild kann ich halt immer wieder Runden verschwenden vom Reflektor, damit er möglichst schnell weggeht. Und als dann Psiaugon irgendwann reinkam, hat es zwar revealed, dass es Spukball hat, um mich sehr effektiv anzugreifen. Ich konnte das aber auch wieder abwehren über halt einen weiteren Königsschild. Und als dann Psiaugon Calm Mind gemacht hat, um besser zu werden, konnte ich es einfach so angreifen und dann finishen aggressiv über Schattenstoß mit Priorität und Step. Eine der Attacken, die ich jetzt bekommen konnte, wie gesagt, über den Attackenerinnerer. Und der Reflektor war an dem Punkt halt schon weg. Und Überraschung, das letzte Pokémon von der Leiterin war dann ein Lashoking, was ich outspeeden kann, einfach so in der Schwertform und one-shotten kann über Dunkelklaue. Das heißt, der gesamte Orden hier war eigentlich ziemlich leicht, trotz Reflektor, ich bin da sehr, sehr gut durchgekommen. Auch wenn die Leiterin vom Konzept her eigentlich gar nicht mal so schwach ist. Ich hatte einfach nur ein sehr gutes Matchup. Wer die 6. Generation aber kennt, der weiß, was jetzt kommt, und zwar muss man jetzt zunächst mal in die Hauptstadt und 2 Random-Trainer besiegen, in Flordelis Café, die kann man nicht skippen, weil man vorher den Schrank nicht verschieben kann, und dann kommt man rein in das geheime Labor von Flordelis, wo man jetzt zum ersten Mal gegen ihn kämpfen muss. Und man muss jetzt sogar 3-mal insgesamt gegen ihn kämpfen, bevor man zur 8. Arena darf. Das ist jetzt ein ziemlicher Bosskampf-Spam. Und leider ist Flordelis hier gegen Durengard extrem gut aufgestellt. Er beginnt mit Lenfu, was vollkommen egal ist, es hat keinen Move gegen mich, außer Akrobatik. Es wird also normalerweise versuchen stärker zu werden, aber es wird einfach so gewonnen-hittet. Aber dann geht's leider weiter mit Pyroleo und das Ding spammt Feuersturm. Bereits im ersten Flordelis-Fight, der ja mit Abstand der leichteste ist. Und das ist gar nicht gut. Und deswegen ist es schon mal äußerst unrealistisch, überhaupt am Pyroleo konstant vorbeizukommen. Und wenn es dann doch mal klappen sollte und man kann den Löwen besiegen, dann wird einfach so Flordelis als nächstes in Gyarados einwechseln, was mit Erdbeben rumspammt. Erdbeben stellt nicht mal Kontakt her und deswegen macht Königsschild hier Gyarados nicht schwächer und Gyarados hat auch noch Bedroher. Das ist eine absolute Vollkatastrophe und der gesamte Kampf ist praktisch für Durengard unspielbar. Ich wusste also, mit meinen bisherigen Strategien habe ich hier nicht ansatzweise eine Chance und ich brauche jetzt ganz dringend Boost-Moves, wenn ich den Run vielleicht weiterspielen möchte. Und da kommen jetzt 2 Attacken ins Spiel, die ich bisher gemieden hatte, um den Run nicht zu leicht zu machen, beziehungsweise nutze ich halt Boost-Attacken nur, wenn es auch sein muss. Und ich rede davon Schwertanz und Autonomie. Schwertanz kann meinen physischen Angriff um 2 Stufen steigern und Autonomie macht dasselbe mit der Init. Und das ist halt eine richtig mächtige Kombination. Solange ich zu Beginn des Kampfes hier nur Statusattacken spamme, werde ich nie in die Angriffsform wechseln, also in die Klingenform, und ich kann dementsprechend in meiner Verteidigungsform bleiben und dieses Linfu hier macht einfach gar nichts gegen mich. Es kann Schwertanz einsetzen und dann hat irgendwie Akrobatik Spam nicht sehr effektiv gegen meine guten Verteidigungswerte und ich habe alle Zeit der Welt, um hier zu setupen, um theoretisch auf +6/+6 zu gehen, im physischen Angriff und der Init. Und dann kann ich anfangen zu sweepen, einfach so über Dunkelklaue und Sanktoklinge.
Und theoretisch könnte man das Ganze auch noch kombinieren mit Schattenstoß, um Autonomie nicht zu brauchen. Das geht aber natürlich nicht bei Kämpfen, wo halt Normal-Pokémon vorkommen, weil die sind immun gegen Schattenstoß. Ja, und deswegen könnte ich dann gar nichts machen gegen halt einfach Pyroleo. Also ich habe hier diese beiden Boost-Moves gebraucht, um den Kampf zu gewinnen, und dann war es auch einfach. Aber stell euch jetzt mal Pokémon vor, die hier keine Boost-Attacken zur Verfügung haben, weil die es einfach nicht im Moveset besitzen. Dann wird es wirklich schwierig werden. Und der gute Flordelis hat hier sogar beim ersten Fight schon auch noch einen Kramurks, also noch ein viertes Mon am Start. Das ist echt kein schwacher Bossgegner. Und bevor man jetzt sofort das zweite Mal gegen ihn antreten kann, muss man zunächst mal durch das gesamte Labor durch und unzählige weitere Rüpel besiegen. Und das gibt erstmal extrem viel XP, was gut ist für diesen Run hier und generell mal wieder für die Pazifismus-Route. Ihr wisst, der Team Flair ist ziemlich wichtig. Es ist aber auch nervig für Durengard. Das Problem ist, es gibt hier beispielsweise Verhöhner-Magnein mit Bedroher. Es gibt Calamanero, was irgendwie Königsschild umkehren kann. Es gibt generell viele Unlicht-Pokémon, die mich sehr effektiv angreifen. Es gibt Golbats und X-Bart oder so, die mich halt verwirren können. Sehr, sehr viele anstrengende Dinge, weswegen dieses Versteck hier sich mit Durengard eine Weile hinzieht. Es gibt auch hier mal wieder nicht diesen einen Kampf, den ich jetzt einblenden kann, der mich irgendwie Ewigkeiten aufgehalten hat. Aber es war schon anstrengend mit Durengard und es ist nicht so wirklich Autopilot, was Rüpel ja normalerweise sind. Und man muss hier eine Sache auf jeden Fall bedenken. Es gibt oben in dem Versteck ein paar Vorstände, die wie Pflichtkämpfe aussehen. Man kann die aber einfach so skippen. Man kann sofort zum rechten Vorstand gehen, sich dort den Liftöffner holen und die oberen komplett ignorieren. Wenn ihr also Pazifismus in Gen 6 auch mal spielen wollt, dann bedenkt das bitte, weil sonst könnt ihr hier ganz schnell einen Fehler machen und dann habt ihr optionale Erfahrungspunkte geholt, obwohl ihr das gar nicht wolltet. Ja, und nach dem Labor gibt es dann noch einen weiteren Pflichttrainer, bevor man halt ins nächste Labor kann von Flordelis, wo man dann zum zweiten Mal gegen ihn antritt und da kann man auch nochmal XP mitnehmen. Und ich werde jetzt diesen Kampf nicht einblenden, weil er ist praktisch gar nicht stärker geworden. Er hat nach wie vor sein Kampf-Pokémon vorne, was er zwar mittlerweile entwickelt hat, aber das macht es halt nicht gefährlicher. Akrobatik tut einfach nicht weh und ich kann wieder setupen und sein Team genauso sweepen wie zuvor. Und dann kommt auch schon die letzte große XP-Welle von Team Flair. Zunächst mal mit einigen Doppelkämpfen zusammen mit Serena, was gut ist, weil Doppelkämpfe bieten immer mindestens zwei Gegner und da kann man ganz gut Level grinden. Ja, und dann kommen noch einige Pflichtrüpel im Raum von Xerneas, die man auch nicht überspringen kann. Die Rivalen können da so ein paar Trainer ablenken und die quasi mit sich ziehen, aber vier Rüpel bleiben übrig und die muss der Spieler selbst besiegen. Und wenn man all das abgeschlossen hat, wird das Finale von Team Flair eingeleitet und man muss jetzt antreten gegen das gute alte Xerneas. Und das ist vollkommen irrelevant für den heutigen Challenge Run. Dadurch, dass man Xerneas einfach so über einen Meisterball, den man längst bekommen hat, einfangen kann, bekommt man keine XP und es ist eigentlich vollkommen egal. Es wird dann leider auf den ersten Teamslot geworfen, weswegen man einmal gegen Flordelis aufgeben muss, indem man halt Runden wastet und dann muss man Xerneas einlagern in die PC-Box und kann dann normal mit dem Challenge-Pokémon antreten und da geht der Run dann auch weiter. Ja, und Flordelis ist jetzt hier deutlich stärker geworden. Er hat halt jetzt ein Mega, er hat vier Pokémon am Start, die jetzt alle voll entwickelt sind und er ist durchaus kein schwacher Gegner. Ich muss aber leider sagen, die Strategie hat sich jetzt nicht allzu sehr geändert. Ich meine, es ist doch auch logisch. Er beginnt hier wieder mit Vishu und ich muss setupen über Schwertanz und Autonomie. Ansonsten wäre der Fight einfach nicht gewinnbar. Weil er hat nach wie vor Pyroleo und dann kommt zwar mittlerweile Kramchef und nicht sofort Gyarados, das macht es aber nicht so wirklich besser. Kramchef ist auch ein starkes Unlicht-Pokémon, was mich einfach komplett zerstören kann, wenn es möchte. Ja, und Gyarados in der Megaform ist halt auch schlicht und ergreifend ein Monster. Man kann das drehen, wie man möchte, man braucht am Ende des Tages hier definitiv ein Setup, um mit Flordelis mithalten zu können. Und dadurch, dass man das Setup hier wieder easy rausbekommt gegen Vishu, hat sich an dem Kampf eigentlich seit dem ersten Fight nichts mehr verändert und ich konnte jetzt einfach so Flordelis wegspeeten. Ich sag aber ganz ehrlich, wenn hier ein Challenge-Pokémon keine Boost-Attacke haben sollte, würde es gegen Flordelis eine grauenhafte Zeit haben. Vor allem, wenn es physisch angreifen möchte, gegen Gyarados in den Flordelis kämpfen. Das ist halt gar nicht gut. Also wirklich, Flordelis ist ein ziemliches Monster, auch mal wieder für den Pazifismus, einer der größten Difficulty Spikes im gesamten Spiel und dass man ihn dreimal machen muss, macht es nicht besser. Aber Durengard kam mir mit dieser Strategie immer gut durch und ich konnte das Team Flair Finale abschließen. Danach kam dann aber ein ziemlich enttäuschender Kampf gegen Professor Platan, weil der hat zwar eigentlich alle voll entwickelten Kanto-Starter, aber sein Glurak hat sich geweigert, Feuerattacken einzusetzen.
Es hat hier Flügelschlag gegen mich gespammt. Das heißt, Platan war ein sofortiger First Try und er hat genauso gemisplayed wie Serena im Early Game. Ich weiß wirklich nicht, was da stellenweise bei der Programmierung schiefgelaufen ist, aber das sind einfach keine vollwertigen Bossgegner so, wenn die stellenweise kompletten Müll zusammenspielen. Und dummerweise gilt das auch so ein bisschen für die Rivalenbrücke, die halt kurz danach kommt. Die Stelle ist bekannt dafür, Nuzlocke zu zerstören, weil man hier gegen drei Rivalen nacheinander antreten muss mit jeweils drei Pokémon und man wird erst nach zwei Kämpfen einmal zwischendrin geheilt und kann sein Lied dazwischen halt niemals verändern. Aber die KI ist halt einfach nicht optimal. Die erste Rivalin hat hier ein Enikoro und das ist natürlich gar kein Problem. Das konnte ich outspeeden, einfach so über Sanctuklinge und Easy One-Shotten. Eines der schlechtesten Pokémon der dritten Generation. Es ist einfach nicht gefährlich und auch Schambolzen war mir hier komplett egal. Danach kam aber Viscogon rein und das ist schon ein bisschen gefährlicher. Weil Viscogon kann hier wieder Erdbeben spammen und wie gesagt, Erdbeben stellt keinen Kontakt her. Das heißt, der Angriff von Viscogon kann nie gesenkt werden und das Ding ist stellenweise recht bedrohlich. Man kann aber zumindest hoffen, das flinchen zu lassen über Eisenschädel, was manchmal klappen kann. Es ist aber gar nicht unbedingt notwendig, weil über Leftovers bekommt man hier gute Recovery und der Kampf ist auch nach dem Viscogon mehr oder weniger gelaufen, so blöd es sich anhört. Ich meine, theoretisch hat hier auch noch ein Quajutsu und das ist Wasserunlicht, aber Überraschung, wie gesagt, schlechte KI, die macht hier stellenweise einfach Sondersensor. Wozu auch eine Unlichtattacke auspacken oder zumindest einen Wasserangriff mit Step. Sondersensor machte überhaupt gar keinen Schaden und ich konnte quasi sämtlichen Schaden von Erdbeben wieder mit weghealen über die Leftovers und Königsschild ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, der erste Fight hier war größtenteils relativ irrelevant und ich habe auch nicht einmal gesehen, dass Quajutsu hier richtig gekämpft hat, obwohl ich einige Male versucht habe, diesen Kampf hier aufzunehmen, aber nö, der hat sich geweigert, gute Angriffe jemals einzusetzen. Und danach geht's dann weiter mit dem zweiten Rivalen und das ist jetzt mal wieder Tierno. Man kann sich dazwischen wie gesagt nicht heilen, aber ich hatte ja bisher nicht so viel Schaden, also ist es gar nicht mal so schlimm. Und Tierno leadet hier mit einem Fiaro. Das ist ähnlich wie Glurak, eben vom Platan, ein Feuerflug-Pokémon. Und ich hatte eigentlich Respekt davor, allerdings spammt es hier größtenteils einfach mal wieder Flugattacken, rennt in den Königsschild rein und macht schlicht und ergreifend keinen Damage. Aber ganz ehrlich, es ist auch vollkommen egal. Selbst wenn hier Fiaro Flammenblitz spammen würde oder beispielsweise Nitro-Ladung meinetwegen, ist das irrelevant. Ich würde es so häufig in den Schild reinlaufen lassen, stellenweise auch mit Double Protect, wenn ich möchte, dass der Angriff von Fiaro dermaßen gesenkt wird, dass die Feuerattacke nicht mehr gefährlich ist. Also selbst wenn hier Tierno perfekt gespielt hätte, hätte er mein Durengard niemals aufhalten können, überhaupt gar keine Chance. Und rein theoretisch hätte ich ja auch noch Erholung, um mich wieder aufzufrischen in der Mitte des Kampfes, die TM könnte ich einfach so lernen. Man darf aber auch nicht so ganz vergessen, das Fiaro hat noch Flammkörper und kann einen stellenweise verbrennen, was Durengard dermaßen krass einschränkt, dass man das nicht haben möchte. Auch das könnte man eigentlich über eine Erholung kurieren, aber das würde halt sehr viel Zeit kosten. Aber der Rest vom Kampf gegen Tierno, der ist dann ziemlich simpel. Er hat noch einen Krebotag mit einer fetten Kampfschwäche, das kann nichts tun gegen Sanctuklinge und noch ein Roserade. Ja, Pflanze Gift hat natürlich ein furchtbares Matchup gegen mich und deswegen konnte mir hier Tierno gar nicht mal so viel entgegensetzen. Und nachdem ich Tierno besiegt hatte und durch war mit den ersten beiden Rivalen, wurde ich ja auch geheilt von Trovato, bevor ich gegen den antreten musste. Und Trovato ist jetzt der letzte Rivale mit drei weiteren Pokémon, die ich jetzt noch vollgeheilt irgendwie stemmen muss. Und man kann auch nicht dazwischen irgendwie speichern oder so, man muss da wirklich in a row durch. Weswegen das halt für Nuzlocke sehr gefährlich ist. Trovato war aber ebenfalls nicht so schlimm. Ich konnte erstmal sein Raichu one-shotten über Dunkelklaue, während ich selber über Donnerblitz nicht so viel Schaden genommen habe. Und dann ging's weiter mit Aerodactyl. Aerodactyl ist bei weitem kein schlechtes Pokémon, keine Frage. Ich kann es aber über Königsschild theoretisch abschwächen und sehr effektiv angreifen über halt Eisenschädel. Und selbst wenn hier Aerodactyl jede Runde Knirscher spammen sollte, macht es halt wegen Königsschild dermaßen wenig Schaden und wegen meiner Schildform, dass ich da nicht so viel zu befürchten habe, vor allem weil ich ja zwischen den Kämpfen vollgeheilt wurde. Und das letzte Pokémon von Trovato ist dann nur noch ein Florges, was ich one-shotten kann über Iron Head. Jetzt darf man aber nicht so ganz vergessen, dass diverse andere Challenge-Pokémon hier große Probleme haben könnten. Allein schon Florges hinten dran ist eine große spezielle Wand. Wenn man hier ein schlechtes Matchup hat, kann das gefährlich werden. Dieses gesamte Story-Event hier kann bedrohlich sein, wenn man einfach wirklich miese Matchups hat. Ich weiß, die KI kann hier missplayen, aber die haben halt 9 Pokémon.
Die werden dich nur Unsinn machen stellenweise und dann kann es bedrohlich werden. Dadurch, dass Durengard da aber ganz gut durchkam, ging es jetzt weiter in der Eisarena und das ist der letzte Orden und hier sind alle vier Arena-Trainer, einfach mal Pflicht, weil man sonst halt die Schalter nicht bedienen kann. Und das ist prima, weil das nochmal eine kleine XP-Spritze ist, an der man schlicht und ergreifend nicht vorbeikommt. Und natürlich habe ich halt auch in der Eisarena ein relativ solides Matchup. Ich resistiere Eisattacken mit Durengard und kann selber über Iron Head sehr effektiv angreifen und im Zweifel sogar meine Gegner flinchen lassen, wenn ich schneller bin als die. Also viel besser kann man bei einem Orden eigentlich gar nicht aufgestellt sein, aber trotzdem ist es natürlich bedrohlich, weil Durengard kann auch schnell mal einknicken, das haben wir ja schon gesehen. Letztendlich kommt es bei der Arena hier eigentlich nur auf eine Sache an und das ist Arktilas. Sein Rex Blizzard ist einfach so One-Shot und es hat keine Init, das ist also egal. Aber sobald Arktilas reinkommt, kann das Fluch spammen und es hat eine dermaßen krasse physische Verteidigung, dass es halt schwer brechbar ist und das Ding hat Knirscher. Und dadurch, dass Arktilas so dermaßen langsam ist, werde ich immer potenziell getroffen in meiner verletzbaren Form. Und wenn es dann Knirscher eingesetzt hat, vielleicht sogar nach einer Fluchattacke, wird es sehr, sehr grenzwertig. Wenn ich aber Eisenschädel spamme, kann ich natürlich Arktilas stellenweise flinchen lassen und dann hat das Pokémon ein Riesenproblem. Natürlich kann hier der Arenaleiter auch Tränke zünden, um Arktilas ein bisschen am Leben zu halten bzw. wieder voll zu healen. Das ist aber keine langfristige Lösung. Und es ging dann ein bisschen hin und her hier und es waren so ein paar Mindgames im Spiel, wann ich jetzt angreife und wann nicht, aber am Ende des Tages habe ich hier die Arena gefirsttried. Und das letzte Pokémon von dem Leiter hier ist dann auch egal, weil Frigometri ist extrem fragil im physischen Bereich und einfach One-Hit. Es hat zwar theoretisch Konfusstrahl, aber mich nur damit aufzuhalten, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Generell ist aber auch die 8. Arena bekannt dafür, eine der leichtesten zu sein im gesamten Franchise. Ich meine nur drei Pokémon, ich bitte euch. Das ist schlicht und ergreifend lächerlich und viel zu leicht designt. Nach der Arena allerdings dachte ich zunächst mal, dass es jetzt knifflig wird mit der Pazifismusroute, weil ich nicht weiß, wie ich zur Siegestraße komme. Es gibt nämlich zwei Routen dahin. Da die eine aber sowieso keine Pflichtkämpfe hat, ist das egal. Und es gibt jetzt einen Drachentrainer am Eingang der Siegestraße und dann noch einen weiteren Pflichttrainer in der Siegestraße. Die muss man jetzt beide machen, um zum nächsten Bosskampf zu kommen in der Siegestraße. Und das ist natürlich mal wieder unsere gute alte Rivalin. Ja Leute, die gute Serena kommt jetzt nochmal wieder und die hat jetzt 5 Teammitglieder, die ist nochmal besser gelevelt im 60er Bereich und die ist ungefähr so stark wie ein Top 4 Mitglied. Die hat also einiges drauf und ihr Feuerstarter ist auch wieder da, genauso wie ihr Absol. Es ist also mal wieder kein angenehmes Matchup und ich wusste, es wird jetzt nicht unbedingt zu einfach werden. Und es kam dann ungefähr so, wie es kommen musste. Serena missplayt natürlich nicht mehr so sehr und deswegen hat die jetzt Spukball auf ihrem Xiaogon, was sie spammen kann, sie hat Flammenwurf auf ihrem Phoenixes, was sie spammen kann und sie hat natürlich Nachthieb auf Absol, was sie auch spammen kann und das tut insgesamt schon extrem weh. Man kann natürlich über Leftovers hier sich ganz gut gegenheilen, wie schon die ganze Zeit, aber wenn ich halt wirklich jede zweite Runde sehr effektiv angegriffen werde, dann zerschelle ich auch irgendwann in der Schildform, das ist einfach viel zu viel. Und vor allem, wenn ihr Absol hier im perfekten Moment angreift und Schwertanz nutzt, also so, dass es nicht umspielen kann, dann habe ich hier relativ schlechte Karten. Und wenn Serena dann auch noch irgendwo critten sollte, sieht es ganz, ganz mies aus. Zumal sie auch noch zwei weitere Pokémon hat, die ich auch noch besiegen müsste. Das ist einfach alles in allem relativ viel und ich dachte mir an dem Punkt, okay, ich werde vermutlich zum ersten Mal bei Serena setupen müssen, weil ich sonst vermutlich nicht ganz durchkomme bis zum Ende. Ich wollte aber zumindest noch ein paar Versuche reinstecken und dann ist folgendes passiert. Ich habe dann einen Versuch bekommen, wo ich so ein bisschen High Risk, High Reward gespielt habe. Mein Plan war, einfach ganz normal gegen Xiaogon und Phoenixes anzutreten, also Spukball und Flammenwurf einfach zu akzeptieren, weil die werden nie was anderes tun und die beiden Attacken können auch niemals missen. Und Spukball und Flammenwurf haben ja auch noch Nebeneffekte, die stellenweise sehr anstrengend sein können. Da würde ich dann instant aufgeben. Und sobald dann Absol reinkommt, wollte ich folgendes tun. Ich wollte doppelt protecten, um zu hoffen, dass Absol hier zweimal auf Nachthieb geht. Und das ist dann auch passiert. Und wenn Absol mal auf plus 4 sein sollte, würde es sehr, sehr gerne auf Schwertanz gehen, sich killen lassen. Und dann habe ich sehr, sehr viele KP wiederhergestellt. Ich sehe gar nicht mehr so schlecht aus jetzt insgesamt. Und ich nehme gar keinen Schaden von Absol. Und dann ist der Fight hier auch sehr, sehr gut stemmbar. Sie hat dann noch einen Blitzer und einen Altaria, die beide gegen mich kein so tolles Matchup haben. Und wenn ich möglichst viel noch aus meiner Recovery raushole mit Leftovers, ist es auf jeden Fall durchstehbar, der Kampf. Und man kann das Ganze hier gewinnen,
ohne auf Setup-Moves zu gehen, was ich sehr cool fand. Damit haben wir jetzt wirklich alle Serena-Battles im gesamten Run abgeschlossen, ohne halt auch nur einmal bei ihr zu setupen. Ich meine, klar, sie wird im Postgame theoretisch nochmal kommen als Bonusfight, wenn wir soweit kommen sollten, aber da ist ja noch eine ganze Weile hin. Aber ich kann jetzt schon mal zusammenfassend sagen, dass Serena oft Misplays gemacht hat, aber bei den letzten paar Fights halt nicht mehr. Und wenn ein Challenge-Pokémon mal bei ihr große Probleme haben sollte, dann wird es komplett zerschellen, weil Serena kommt so oft im Run, es wäre einfach nur belastend. Bevor man jetzt aber bei der Liga ankommt, gibt es noch ein paar weitere Pflichtkämpfe gegen 4 weitere Random-Trainer. Und das sind jetzt die letzten paar Random-Kämpfe, die ich machen konnte, um mich auf die Liga vorzubereiten. Die haben mir nochmal ein weiteres Level abgegeben und ein bisschen mehr Sicherheit und ich war jetzt sehr gespannt, wie die Liga ablaufen wird. Weil ich habe da stellenweise wirklich schlechte Matchups und das Ganze könnte sehr, sehr knifflig werden. Und die meisten Challenge-Pokémon hätten dort natürlich überhaupt gar keine Chance. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich auf einem recht humanen Level bei der Liga angekommen bin. Ich bin da angekommen auf Level 63 und das ist auch das Level von den Top 4 Mitgliedern. Klar, die haben auch einen Ace auf Level 65, aber die haben insgesamt nur 4 Pokémon und ich kann mir die Reihenfolge der Top 4 Mitglieder aussuchen und sogar im Laufe der Liga ein bisschen leicht überleveln. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe ja theoretisch auch noch Rare Candies als letztes Mittel, die stehen mir auch noch zur Verfügung. Der Champ allerdings wird dann auch krasser gelevelt sein, also dort wird's auch nochmal schwierig. So oder so kommen jetzt aber nochmal 4 Pflichtkämpfe auf den Counter, weil die Top 4 Mitglieder kann ich auf jeden Fall nicht skippen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit der Feuertrainerin, weil ihr euch wahrscheinlich da schon fragt, wie man die schaffen soll mit Durengard. Und ich muss sagen, es geht nicht ohne Setup-Moves, also das wäre äußerst unrealistisch. Das Ding ist, sie beginnt hier mit Pyroleo und das spammt gerne Flammenwurf oder Kampfgebrüll, um mich schwächer zu machen. Beides ist praktisch ein Instant-Los, beziehungsweise ich würde extrem vorbelastet werden. Und wenn ich vorgeschwächt werde, dann schaffe ich gar keine Kills mehr hier. Also ich brauche definitiv Schwertanz. Und das Gute ist, man kann Schwertanz setupen bei Fiyaro. Ihr seht's ja hier schon. Und ich hab's ja auch schon bei Tierno gesagt. Es ist egal, wenn Fiyaro hier Flammenblitz hat oder Nitroladung oder so, wenn es immer wieder in den Königsschild reincrasht, wird es dermaßen schlechten physischen Angriff bekommen, dass ich bei ihm setupen kann. Er wird einfach zum Setup-Vater. Ein Pokémon, was eigentlich mein Out sein sollte. Und wenn ich hier wieder auf plus 6 kommen sollte, trotz meinem minus 2 wegen Kampfgebrüll, dann kann ich anfangen, den Kampf hier in Grund und Boden zu sweepen. Die Frage war halt nur, wie soll mein Moveset aussehen? Wenn ich jetzt Autonomie beispielsweise in mein Moveset nehmen würde, um bei der Liga zwischendrin mal meine Inne zu pushen, habe ich keinen Platz mehr für einen Schattenstoß. Und da beides keine TM ist, muss ich mich entscheiden. Nehme ich Sanctoklinge mit oder Iron Head? Auch so eine Frage. Und ich habe mich dann für dieses Moveset hier entschieden, wo ich halt Schwertanz jederzeit austauschen kann, durch Dunkelklaue, wenn ich das möchte. Und das habe ich dann auch gemacht für den Rest der Liga, aber dazu kommen wir gleich. Ja, und die restlichen Pokémon von der Feuertrainerin hier waren dann auch Kurtel und Skelabra und die konnte ich beide killen. Kurtel über Sanctoklinge, ist halt auch eine sehr schlechte Init, und Skelabra über Schattenstoß mit Prio, was sogar sehr effektiv ist. Die Feuertrainerin war durchaus machbar, aber nur weil ich halt bei dem Fiyaro so gut setupen konnte. Ohne den Decrease-Effekt von dem Königsschild hätte ich hier den Run aufgeben müssen, beziehungsweise ich hätte auf Doppelteam gehen müssen. Ansonsten hätte ich nicht den Hauch einer Chance gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Was mich dann aber komplett schockiert hat, war der Wasser-Top 4. Weil der beginnt hier mit einem Bummer, weil ich outspeede und nicht one-hitten kann, und das one-shottet mich über Finsteraura. Ihr müsst wissen, Bummer hat eine Fähigkeit, die halt Pulsattacken verbessern kann, und da ist Finsteraura auch mit dabei. Ich musste also zwangsläufig hier setupen, das ist aber gar nicht mal so einfach, denn ich war hier Range Kill durch 2 Finsterauras auch in der Schildform. Und nach dem Bummer, was ich ja problemlos killen könnte, wenn ich Low Rangers kassiere, kommt ein Gyarados mit Erdbeben und Bedroher. Das Ding ist praktisch unbesiegbar. Und plötzlich wusste ich, okay, der Wassertop 4 wird schwieriger als die Feuergegnerin, die wir schon hinter uns hatten. Und das war überhaupt kein gutes Zeichen. Weil es zeigt mir so ein bisschen, dass die Liga vielleicht doch unmöglich ist. Aber jetzt hatte ich noch eine Sache, die ich tun konnte, um mir das maximale Potenzial rauszuholen. Ich konnte erstmal die anderen beiden Top 4 Trainer machen, die noch offen waren, um ein paar weitere Erfahrungspunkte zu bekommen, um den Two-Shot Range Kill von Bummer etwas unwahrscheinlicher zu machen, wodurch meine beiden Schwerttänze konstanter sind dort. Und ich habe mich dann zunächst mal mit dem Stahltrainer auseinandergesetzt und wollte wissen, ob ich den schaffen kann ohne Schwerttanz. Und ja, das geht. Es ist aber ein bisschen tricky.
Zunächst mal gibt's hier ein Klavion, was eigentlich gruselig ist wegen Prankster und so, aber das spammt hier nur schlechte, nicht sehr effektive Attacken und ist daher mehr oder weniger irrelevant. Das meiste von dem Schaden kann ich einfach so wegregenerieren über die Leftovers. Aber dann kommt leider Voluminas rein mit Robustheit. Ich könnte das eigentlich one-shotten über halt Sanctoklinge, aber durch Robustheit kann es nicht gewone-shottet werden und das Ding hat Erdkräfte. Das macht zwar nicht ultra viel Schaden, auch nicht in der Schwertform, weil Voluminas wirklich deutlich ein defensives Pokémon ist und nicht so viel offensive Kraft hat. Aber wenn ich halt in der Schwertform bin, ist es dann schon ein bisschen Damage. Man kann dort aber noch sehr viel rausholen, indem man einfach weiter auf Sanctoklingen geht und Tränke der KI predicted und so kann man sehr viel Leftover Heal hier kriegen. Und bevor man dann letztendlich den finalen Kill setzt gegen Voluminas, kann man sogar nochmal auf Königsschild gehen, um noch eine Leftover-Runde zu kriegen. Und dann steht man von den KP her, trotz Erdkräfte, noch relativ gut da für den Rest des Teams. Was aber dann eingewechselt wird, ist Xerox mit Nachthieb. Und da braucht man jetzt am besten Double Protect, um halt wirklich diese Xerox so schwach zu machen, wie es geht. Wenn man hier gecrittet wird, ist man sofort besiegt, das ist klar. Aber wenn der Xerox mal krass gesenkt ist, dann ist es schaffbar, das zu brechen. Einfach so über Dunkelklaue, das trifft dann neutral, weil Star-Pokémon, naja, Geistattacken nicht mehr resistieren, das wisst ihr ja. Und da beginnt ein relativ ekliges, finales Matchup hier bei diesem Kampf. Und das ist Durengard gegen Durengard. Ihr könnt euch vorstellen, warum das weird ist. Man weiß nie genau, wann die KI hier auf Königsschild geht und deswegen, ja, es ist ein Prediction Game und man muss hier ganz viel rumtesten. Manchmal kann man aber dieses Mirror Match gewinnen und den Stahltrainer definitiv ohne Schwertanz abschließen, was mir ein paar weitere Erfahrungspunkte freigeschaltet hat für den Wasserkampf. Und das ist schon mal ziemlich praktisch für mich gewesen, auch wenn es jetzt nicht so viele XP waren. Und was ich dann halt auch noch testen musste, ist der Kampf gegen den Drachen Top 4. Und hier wurde es jetzt richtig nervig. Ich habe zunächst bei Santandrak outspeedet und wurde deswegen schon wieder in meiner Schwertform getroffen, trotz minus Init-Wesen, was schon ziemlich frustrierend war und deswegen wurde ich hier vorbelastet. Und dann ging es weiter mit einem Muhafnir mit Flammenwurf. Das trifft mich zwar zum Glück in der Schildform, weil es sehr schnell ist, aber ich werde trotzdem mit sehr wenigen KP das dritte Pokémon erreichen. Und das ist leider ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, weil der hat tatsächlich einen Altaria mit zwei extrem anstrengenden Attacken, wo ich jetzt irgendwie durch muss. Altaria kann hier Watteschild einsetzen, um seine Verteidigung sofort mit einem Angriff um 3 Stufen zu steigern und das Ding kann auch Gesang spammen. Es gibt gefühlt nichts Anstrengenderes. Das Gute ist, dieses Altaria kann offensiv praktisch gar nichts gegen Durengard machen, also es ist nicht gefährlich. Es hat kein Erdbeben oder so. Aber ich werde eine Ewigkeit brauchen, um das Ding zu besiegen. Ich werde vermutlich Runden rausschneiden müssen aus dem Video, weil ich euch sonst den Kampf gegen Altaria in 1000% Geschwindigkeit zeigen müsste oder so. Es hat ja auch ständig getroffen mit Gesang und das Ganze hat sich lange, lange hingezogen. Dadurch, dass ich ja aber über Königsschild sehr gut stallen konnte, habe ich halt immer wieder Leftover Heal bekommen und das hat extrem gemattert. Man darf aber bei dem Kampf hier nicht so ganz vergessen, wenn man schlafend eine Angriffsattacke auswählen sollte, dann geht man in die Schwertform, auch wenn man nicht aufwacht. Wenn man das nicht im Kopf behält, kann man hart missplayen, ja, und man sollte natürlich sehr defensiv spielen, um immer, wenn eine richtige Attacke treffen sollte, in der Schildform zu sein. Und nach dem Altaria kommt dann noch ein Chardrago und das Ding hat Rauhaut und es ist nicht One-Hit. Man muss also aufpassen, am besten einen AP von Königsschild mindestens aufsparen bei Altaria, ja, und dann halt irgendwie den Kill gegen Chardragon noch drücken. Aber ja, auch dieser Kampf ist schaffbar ohne Schwertanz und ich konnte nochmal einige XP mitnehmen in den Kampf gegen den Wassertrainer. Aber ist dieser Kampf hier denn jetzt schaffbar? Naja, es ist ziemlich anstrengend. Ich muss sagen, durch die paar Level-Ups, die ich bekommen hatte, ich war jetzt auf Level 66, war ich scheinbar nicht mehr in Kill-Range für 2 Finsterauren und das hat das Setup hier schon mal sehr viel angenehmer gemacht. Und auch die maximale Recovery über die Leftovers mitgenommen hatte, habe ich den Kill immer gegen Wurmer gedrückt. Und dann musste ich halt gucken, was Gyarados macht und im Zweifel auf Schattenstoß drücken. Das Gute ist aber, man ist hier immer in Kill-Range in der Schwertform für Kaskade. Und wenn sich Gyarados dafür entscheiden sollte, statt für Erdbeben, kann über Königsschild dessen Angriff sinken und dann will das Gyarados gerne mal diesen Angriff wiederkriegen über Dragon Dance spammen, was ein großes Missplay ist. Weil nach 2 Schattenstößen ist Gyarados besiegt, ohne dass man es totkritten muss. Das geht bei weitem nicht immer. Es ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber manchmal funktioniert es und das reicht hier aus. Denn wenn Gyarados wirklich mal besiegt sein sollte, ist der Kampf gewonnen.
Starmie kann nichts tun gegen Schattenstoß, es hat ja sogar Schwäche, und es Thanatora ist One-Shot über Sanctuklinge und es hat nicht mal Hausbruch oder so. Der Kampf hier ist dann recht gut gewinnbar. Aber das war wirklich gruselig. Der Run wäre hier fast gestorben und ich hatte nicht mehr viele Optionen. Ich kann sehr dankbar sein, dass plus 4 hier ausgereicht hat, weil plus 6, das wäre nicht denkbar gewesen. Aber damit kommen wir jetzt auch zum Champfight gegen die Yanta und das ist halt wirklich eine sehr starke Trainerin. Die hat 6 Pokémon am Start, die sehr krass gelevelt sind, also die Levelkurve hat nochmal ein bisschen aufgeholt. Ja, und sie hat keinen priorisierten Typen und stellenweise wirkliche Monster mit dabei. Ich wusste aber auch, ihr Lead ist mir relativ egal und das ist ein sehr gutes Zeichen für potenzielle Setups. Ich meine, ihr beginnt hier einfach so mit Restladero. Das Ding ist ein kompletter Loser. Wir haben es ja schon in der Kampfarena gesehen. Kreuzschere kann ich vierfach resistieren, Flugattacken kann ich normal resistieren und gegen Kampfattacken bin ich immun. Restladero kann praktisch gar nichts tun und Schwerttanz ist mir auch egal. Also der erste Kill ist hier sofort geschenkt und ich wusste, im Zweifel werde ich hier setupen können. Also ist der Champfight schon so halb gewonnen, aber ist denn Setup wirklich notwendig? Naja, ich muss sagen, es ist ein bisschen schwierig. Sie hat danach ein Viscogon mit Feuersturm. Und wenn das treffen sollte, tut das auch in der Schildform enorm weh. Es hat einen guten Spezialangriff, aber es hat keinen Step auf Feuersturm und die Attacke kann stellenweise missen. Und nach dem Viscogon kommt dann ein Monagoras rein mit Knirscher, was ich theoretisch critten könnte mit Sanctuklinge, was in diesem Fall sogar passiert ist. Wenn ich aber gegen die beiden Pokémon Pech haben sollte, dann ist der Kampf so natürlich nicht gewinnbar. Ich meine, danach kommt ein recht gutes Matchup und zwar gegen halt Pumpkin. Das kann ich sehr effektiv angreifen mit Schattenstoß und sobald es Phantomkraft einsetzen sollte, kann ich einfach in die Schildform gehen über Königsschild, zwar die Attacke nicht abwehren, aber sie sehr souverän überleben und dann einfach Pumpkin finishen. Und dann kommt Amagaga rein mit mal 4 Schwäche, wo ich nochmal auf Protect drücken kann und dann auf einen One-Shot über Sanctuklinge. Und da muss ich nur noch an Mega Gardevoir vorbei. Und das ist halt das Problem. Wenn ich bei Viscogon und Monagoras zu viel Schaden genommen haben sollte, dann wird dieses Gardevoir mit Spukball mich einfach beenden. Es macht zu viel Damage. Wenn ich aber noch hohe KP haben sollte und ich komme hier zu der Dunkelklaue, dann kann ich Mega Gardevoir besiegen und den Kampf abschließen ohne Setups, was eigentlich ganz cool ist. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich, die gesamte 6. Generation durchzuspielen, nur mit einem Durengard pazifistisch. Und ich weiß wirklich nicht, ob andere Pokémon das ansatzweise nachmachen können. Ich denke, selbst praktisch alle Cover-Legis und so haben null Chance, vor allem im Early Game. Wenn man wirklich mal Fuß gefasst haben sollte mit so 2-3 Orden, sieht es ein bisschen besser aus, weil die Levelkurve sich dann regeneriert und dann könnten wirklich starke Pokémon da durchkommen. Aber diesen Punkt erstmal zu erreichen, ist praktisch mit dem gesamten Pokédex undenkbar. Und tatsächlich ist dieser Run hier auch noch nicht so ganz zu Ende. Es gibt nämlich in der Mitwirkende noch einen Kampf gegen Azet, den man auch noch machen muss. Und der ist zwar theoretisch optional, weil man kann ja auch verlieren, ich wollte aber zumindest versuchen zu gewinnen, um mal das Maximale aus der Challenge rauszuholen. Der beginnt hier allerdings mit einem Kurtel. Und ja, das mag unterlevelt sein, es macht aber unfassbar viel Schaden, ich kann es nicht one-hitten. Ja, und leider trifft es mich einfach mal in der Schwertform. Und damit kann es mich fast one-shotten und da muss ich auch noch vorbei an Golgantis und Simbolara. Wenn der hier wirklich auf meinem Level gewesen wäre, hätte ich eiskalt verloren. Und dann wäre Azet hier fast unmöglich, es wäre sehr, sehr hart und ich müsste definitiv hier Setup benutzen. Und das Doofe ist halt, man kann nach dem Champfight sein Moveset nicht mehr ändern und wird einfach so in diesen Kampf hier reingeworfen. Ich hätte also dann auch den Champ mit Setup machen müssen, was sehr schade gewesen wäre. Aber gut, so habe ich es tatsächlich ohne Setup auch schaffen können und dadurch, dass wirklich nur Kurtel so richtig gefährlich war, war das Ganze dann auch geritzt, aber der Run ist danach immer noch nicht ganz zu Ende. Es ist nämlich möglich im Postgame zunächst mal zu einer neuen Stadt zu reisen mit einem Zug. Und wenn man einen Kampf dort gewonnen hat und einen GP gesammelt hat, was auch keine Erfahrungspunkte gibt, von daher zähle ich das nicht zu den Pflichtkämpfen, kann man nochmal im Postgame antreten gegen Serena, die jetzt nochmal stärker geworden ist mit insgesamt 6 Pokémon und sie hat jetzt auch ein Mega Absol mit dabei. Also die ist jetzt nochmal wesentlich gefährlicher und ich würde sagen, das ist für diesen Run hier ein würdiger Abschluss. Und das werde ich bei kommenden Pazifismus-Runs dann auch probieren, wenn jemals ein anderer Pazifismus-Run in Gen 6 auch nur ansatzweise so weit kommen sollte.
Ich muss aber schon echt sagen, die gute Serena, die ist jetzt wirklich gefährlich geworden. Ypsilon hat nach wie vor die Attacke Spukball, die auch gut wehtun kann, und dann kommt leider ihr Phoenixes rein, was mittlerweile Feuersturm beherrscht. Und das ist einfach ein bisschen too much. Wenn die Attacke treffen sollte, fresse ich auch in der Schildform so unfassbar viel Schaden, dass ich den Rest des Kampfes einfach nicht mehr gewinnen kann. Ich meine, ja, Phoenixes hat nicht so wirklich gute Chancen gegen halt Geistattacken. Das macht extrem viel Damage. Aber dann kommt der Blitzer rein und das wird Donnerspam. Und da kann ich noch so sehr gegen protecten, ich werde dann zugrunde gehen. Also einen Feuersturm von Phoenixes kann ich mir auf jeden Fall schon mal nicht leisten. Und ich dachte mir, eventuell ist bei diesem Fight hier jetzt doch nochmal Setup notwendig gegen Serena. Aber ich wollte es, wenn es geht, vermeiden. Und ich habe dann genau zwei Dinge getan, um das möglich zu machen. Ich habe zunächst mal die Attacke Erholung gelernt, die hier ein großes Upgrade ist, warum werde ich gleich erklären, und ich habe darauf gegrindet, dass Phoenixes einmal mit Feuersturm ist, was ja gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich meine, darauf kann man schon mal grinden, würde ich sagen. Habe ich ja eben bei dem Viscogon beim Champfight praktisch auch schon gemacht. Und wenn man mit einem sehr gesunden KP-Wert bei Blitzer ankommen sollte, kann Blitzer auch nicht so viel gegen den Spieler machen. Ich meine, ja, Blitzer hat Donner, aber das hat eine Genauigkeit von 70%, das wird sehr, sehr häufig mal missen. Und selbst wenn es treffen sollte, trifft es mich jedes Mal nur in der Schildform und ich kann dazwischen immer wieder gegenhealen über halt die Leftovers. Was auch hier wieder ein sehr, sehr gutes Item ist natürlich. Das heißt, Blitzer wird mich dann nicht aufhalten können. Jetzt ist aber die Frage, wo ist denn der Punkt für Erholung hier für den Kampf relevant wird, weil bei Blitzer habe ich es ja nicht einmal eingesetzt. Und die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Man kann es bei Pixie spammen. Ich meine, Pixie ist hier ein Feen-Pokémon, was Moonblast einsetzen möchte. Das ist aber nicht sehr effektiv und es macht mir selbst in der Schwertform gar nicht mal so viel Damage. Ich kann mich also dort einfach voll healen und selbst der Nebeneffekt von Moonblast ist mir vollkommen egal. Das kann meinen Spezialangriff senken, den ich nicht einmal im Run benutzt habe. Physisch ist einfach viel besser für Durengard, zumindest bei diesem Challenge-Run hier. Und ja, dann kann ich irgendwann, wenn ich auf einem gesunden KP-Wert bin, einfach Pixie besiegen und dann kommt Altaria rein, wo sich das Ganze mehr oder weniger wiederholt. Das kann ich auch irgendwann killen, wenn ich halt relativ gesund gerade bin. Ja, und dann geht's auch schon zum Finale dieses Runs, beziehungsweise zum letzten großen gefährlichen Pokémon und das ist selbstverständlich ihr Mega Absol. Und hier ist mal wieder dasselbe Spiel wie zuvor. Wenn es in meiner Königsschildrunde tatsächlich auf Schwertanz gehen sollte und mich dann angreift in der Schildform mit einem geboosteten Nachthieb, dann bin ich natürlich One-Shot, vor allem wenn es den kritten sollte. Wenn es mich aber nicht predicted und komplett reinrennt in den Königsschild, kann ich es selber One-Shotten über Sanktoklinge in der zweiten Runde und der Kampf ist entschieden. Was dann auch nach einigen Versuchen eingetreten ist. Also auch dieser Serena-Fight hier ging tatsächlich ohne Setup, dank der Attacke Erholung. Ihr könnt mir sehr gerne mal Pokémon vorschlagen, die ich auf diese Route schicken soll. Ich denke, es gibt aber praktisch kein Pokémon, das es auch nur probieren kann. Zygarde beispielsweise sieht noch ganz gut aus, aber selbst das hat in der zweiten Arena praktisch gar keine Chance und würde vom Ice Body Check von Amarino ziemlich hart vernichtet werden. Und das ist doch mit eine der besten Optionen, die gehen. Xerneas und Yveltal beispielsweise sehen noch chancenloser aus praktisch. Aber wie gesagt, eure Meinung zu dem Run hier, gerne in die Kommentare. Folgt mir auch sehr gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier regelmäßig livestreame. Dieser Run hier beispielsweise ist komplett auf Twitch zu finden. Und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal mit weiteren Runs. Und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder in Gen 6 mit einem anderen Pazifismus-Run. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn es gehen würde. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.